gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und willkommen zu unserer Lausitzwelle Regionalzeit. Wie immer am Dienstag haben wir für Sie die Themen aus dem Oberlausitzer Bergland zusammengefasst. Im Landkreis Bautzen hat die Bäckerendung Bautzen wieder einmal ihre Betriebe mit der jährlichen Brotprüfung auf die Probe gestellt. Mehr dazu jetzt. Die Bäcker im Landkreis Bautzen wurden erneut auf die Probe gestellt. Bei der jährlichen Brotprüfung der Bäckerendung Bautzen wurden die Backwaren aus insgesamt 19 Betrieben auf Mehl, Wasser und Salz geprüft. Ort des Geschehens war diesmal ein ehemaliges Elektronikgeschäft am Altmarkt in Bischofswerda. Michael Isensee bewertete die Brote unter anderem auf Form, Kruste, Krumenbild, Geruch und natürlich auch Geschmack der Backwaren. Ab 10 Uhr konnte der Marktstand besucht oder dem Prüfer bei seiner Arbeit zugeschaut werden. Auch in diesem Jahr arbeitete die Bäckerinnung mit der IKK Klassik zusammen. Prüfer Michael Isensee als auch die Innungsmeister und Manuela Steinborn standen dabei für Gespräche zur Verfügung. Ab der kommenden Woche werden alle Ergebnisse auf der Internetseite www.brotinstitut.de aufgeführt. Insgesamt wurden 9 Brötchen und 31 Brote geprüft. Schon seit langem ringt die Stadt Bischofswerda um die Ansiedlung eines Vollsortimentmarktes an der Stolpener Straße. Mit Edeka gibt es nunmehr einen Interessenten, der diesen anstelle des bisherigen Discamarktes errichten will. Worum es dabei genau geht, erklärt Edeka-Manager Jan Hasek. Geplant ist ein Neubau eines Edeka-Marktes mit ungefähr 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Und im rückwärtigen Bereich werden auf dem Gebäude noch 2 weitere Etagen sein, die sozusagen auch die Möglichkeit Beherbergung der aktuellen Mieter in dem Objekt hinter uns auch bieten sollen. Allerdings lief die Planung nicht ohne Komplikationen ab. So meldete die Landestalsperrenverwaltung und die untere Wasserbehörde Bedenken wegen der Nähe zur Wesenitz an. Diesbezüglich hat man jetzt offenbar eine Lösung gefunden, so Hasek. Das war der Anlass, um heute mitzuteilen, dass das Ingenieurbüro Langenbach und der Hübschmann zusammen mit uns und eben den Akteuren Landestalsperrenverwaltung und zur Wasserbehörde eine Einigung gefunden haben, wo wir final letztendlich auch eine Verbesserung des jetzigen Zustandes erzielen. Das bedeutet konkret, dass jeweils für die Pflege des Flussbettes erforderliche Zufahrten angelegt werden müssen. Außerdem muss auch die Fußgängerbrücke zum Bad in Richtung Stadtzentrum versetzt und erhöht werden. Das hat natürlich Konsequenzen für das Vorhaben. Was das Zeitliche betrifft, wir haben ungefähr ein Jahr Zeit verloren durch diese Abstimmung und Planung. Wobei verloren ist auch das falsche Wort, solange es zu der Aufwertung der Wesenitz kommt und des Uferverlaufs. Und die nächste Auswirkung sind natürlich auch Kosten, die es dann mit sich bringt. Insgesamt will Edeka einen 2-stelligen Millionenbetrag in das Neubauprojekt investieren, heißt es dazu vom Management der Supermarktkette. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Montagnacht gegen 23.30 Uhr auf der Salzenforster Straße zwischen Bautzen und Salzenforst. Die Fahrerin eines VW Tiguan kam offenbar in einer Rechtskurve von der Straße ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, schleuderte zurück auf die Straße und schlitterte dann etwa 50 Meter weiter. Dort blieb der zerstörte PKW schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, im Fahrzeug eingeklemmt. Eintreffende Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes versorgten die Frau. Nur mit schwerem Gerät konnte sie aus dem Wrack befreit werden. Nach einer ersten Behandlung vor Ort musste die 58-Jährige mit einem Helikopter in ein umliegendes Klinikum geflogen werden. Insgesamt 33 Helfer waren vor Ort. Die Salzenforster Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Das Taxifahren im Landkreis Bautzen wird erneut teurer. Das hat der Kreistag mit der 3. Änderung der Taxitarifordnung beschlossen.
Bis zu 25% beträgt die Teuerungsrate für die individuelle Personenbeförderung. Demnach steigt der sogenannte Anfahrtspreis von derzeit 1,10 Euro auf 1,30 Euro pro Kilometer. Der Kilometerpreis während der Fahrt steigt ebenfalls von aktuell 2 Euro auf dann 2,50 Euro. Auch die Zuschläge für Großraumtaxen ab 5 Personen werden um 2 Euro angehoben. Die Änderungen der Taxipreise sollen ab dem 1. August in Kraft treten. Auf der Kronenbergstraße im Großröhrsdorfer Ortsteil Hauswalde wird vorerst keine Tempo-30-Zone eingerichtet. Bei der erforderlichen Abstimmung auf der jüngsten Stadtratssitzung fand sich hierzu keine Mehrheit. Das Ansinnen einer Verkehrsberuhigung war von etwa 50 Anwohnern per Unterschriftenliste an den Stadtrat herangetragen worden. Diese hatte die aus ihrer Sicht mangelhafte Verkehrssicherheit beklagt. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone sind laut Stadtverwaltung erfüllt. Auch der Ortschaftsrat Bredenich-Hauswalde hatte die Ausweisung der Tempo-30-Zone empfohlen. Auf Antrag des Stadtrates soll nun zu diesem Thema nochmals im Technischen Ausschuss nicht öffentlich beraten werden, so Bürgermeister Stefan Schneider. Die ersten Wahlbenachrichtigungen für die Landratswahl im Landkreis Bautzen sind jetzt verschickt worden. So auch in der Stadt Bautzen, wo gleich doppelt gewählt wird. Die Landratswahl im Landkreis Bautzen findet am 12. Juni parallel zur Bautzener Oberbürgermeisterwahl statt. In diesem Zusammenhang informiert die Stadtverwaltung insbesondere um die Beantragung von Briefwahlscheinen. Ein entsprechender Antrag ist bis zum 8. Juni beim Einwohnermeldeamt schriftlich oder übers Internet zu stellen. Per Telefon sei dies jedoch nicht möglich, heißt es dazu aus der Bautzener Stadtverwaltung. Alternativ kann der Wahlschein auch bis zum 10. Juni persönlich im Amt abgeholt werden, so die Behörde. Noch bis zum 31. Mai können Sportvereine der Stadt Bautzen Förderanträge stellen. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Jährlich wird in Bautzen eine neu festgelegte Summe an Fördermitteln für die Vereinstätigkeiten ausgereicht. Neben dem regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetrieb sollen damit insbesondere Vereinsprojekte unterstützt werden. Allerdings sind ausschließlich solche Vereine antragsberechtigt, die ihren Sitz und den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Kreisstadt haben. Die Kriterien zur Teilnahme und alle Formulare sind online über die Internetseite der Stadt Bautzen verfügbar. Der Tauchsportverein Bautzen hat seine Steganlage an der Olba instand gesetzt. Damit konnte sich der Verein einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Ermöglicht wurde dies durch eine Spendenaktion auf der Plattform 99 Funken, die etwa 8.000 Euro einbrachte. Die Kreissparkasse Bautzen als Mitbetreiberin der Plattform gab zusätzlich 1.500 Euro. Nach 60 Jahren Nutzung war ein Großteil der im Wasser stehenden Pfeiler marode und musste dringend getauscht werden, so der Tauchsportverein. Die neuen Balken und Pfähle bestehen aus Robinienholz, das als besonders robust und witterungsbeständig gilt. Der Aufbau erfolgt in aufwendiger Handarbeit von einem im Wasser stehenden Gerüst aus. Am 25. Juni will der Verein seine Anlage der Öffentlichkeit präsentieren. Im Rahmen der 30-jährigen deutsch-rumänischen Freundschaft und Partnerschaft hat die eine Studiengruppe der Uni Bukarest in Kooperation mit dem Goethe-Institut Bukarest ein Musikevent organisiert. Dabei treffen zwei Bands, eine aus Deutschland und eine aus Rumänien, aufeinander. Bei der Band aus Deutschland handelt es sich um die noch junge Band Healing, welche insbesondere auch in der Lausitz aktiv ist. Das Konzert der Bands findet am 21. Mai unter dem Namen Rock the Grunge im Club Expirat in Bukarest statt. In der Lausitz wird die Band Healing das nächste Mal am 6. August auf dem Wittichenauer Stadtteichfestival zu sehen sein. Nach zweijähriger Zwangspause kann der Verein der Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz in diesem Jahr wieder zu seinem nunmehr 16. Museumstag einladen. Er findet am Sonntag, dem 22. Mai von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Wie der Vereinsvorsitzende Dieter Petschel mitteilt, haben 32 Handwerker und Gewerbetreibende ihre Teilnahme an dem bunten Markttreiben angemeldet. Das Heimatmuseum lädt zur Sonderausstellung 100 Jahre Imkerverein Neschwitz ein. Ebenfalls ab 13 Uhr treffen die ersten Teilnehmer an der Oldtimer-Ausstellung ein und es beginnen die Kremserfahrten zum Landwirtschaftlichen Museum Panach in Lomske. Besichtigt werden können auch das Schloss und die Kirche. Am frühen Mittwochmorgen ist eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Stadtwall in Bautzen schwer verletzt worden. Eine 62-jährige VW-Pololenkerin kam aus Richtung Schützenplatz und fuhr in Richtung Musgauer Straße. An der Bushaltestelle am Stadtwall stand auf der Gegenfahrbahn ein Linienbus. Die Jugendliche kam hinter dem Bus hervor, um die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich auf etwa 2.000 Euro.
Die Gemeinde Radibor will dem Klimawandel die Stirn bieten. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, einen Klimamanager einzustellen. Bei einer voraussichtlichen Bewilligungsdauer des entsprechenden Antrages von einem halben Jahr könnte dieser im September mit der Arbeit beginnen. Ziel ist es, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erarbeiten und danach zu handeln. Ein Schwerpunkt könnte laut Bürgermeisterin Madeleine Rentsch im Ortsteil Milke liegen. Hier gibt es ein deutlich ausgeprägtes Ortszentrum mit drei Wohnblöcken, einer Turnhalle, dem Bauhof und der früheren Schule, in der heute die Feuerwehr untergebracht ist. Diese könnten künftig über ein Nahwärmenetz mit Energie versorgt werden. Die Förderung für den Klimamanager dauert 2 Jahre. Die Ortsfeuerwehr Geismannsdorf plant, die neue Jugendfeuerwehr gebührend zu feiern. Bereits am 22. Februar wurde die Jugendfeuerwehr mit 6 Kindern unter Leitung der Jugendfeuerwehrwartin Ilka Treschke gegründet. Inzwischen hat sich die Anzahl der Mitglieder auf 10 junge Kameraden erhöht. Aus diesem Anlass findet die offizielle Gründung in einem feierlichen Rahmen zum Tag der offenen Tür statt. Oberbürgermeister Holm Große und ein Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes Bautzen übergeben dabei am 4. Juni die Gründerurkunde. Polizisten des örtlichen Reviers haben am späten Dienstagabend nach einem Zeugenhinweis einen Graffiti-Schmierer an der Seidauer Straße in Bautzen gestellt. Der 16-Jährige hatte Farbspuren an den Händen und zuvor offenbar mehrere Fahrzeuge, Hauswände und Stromkästen mit blauer Farbe besprüht. Die Uniformierten fanden die Spraydose und stellten sie sicher. Der entstandene Schaden belief sich bislang auf etwa 10.000 Euro. Ermittlungen wurden eingeleitet. Das Landesamt für Straßen und Verkehr, kurz LASO, will die Brücke der Staatsstraße 112 über das Löbauer Wasser in Wasser-Kretscham erneuern. Ende August 2021 wurde diese für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen und einer Breite von mehr als 2,10 Meter gesperrt. Das LASO begründet diese Maßnahme mit dem aktuellen Bauzustand der Brücke. Bereits zur Sperrung erklärte das LASUV, dass die Planung für die Erneuerung bereits fortgeschritten sei. Die Kosten werden auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Im Zuge der Arbeiten soll auch der von Weißenberg kommende Radweg, der bislang vor der Brücke endete, über diese hinweg geführt werden. Zuvor muss allerdings das Planungsfeststellungsverfahren beendet sein. Der Bau der öffentlichen Toilette am Stausee Bautzen verzögert sich. Eigentlich sollte sie bereits Ende Mai einsatzbereit sein. Grund für die Verzögerung seien nun die derzeitigen Lieferengpässe. Der früheste Lieferzeitraum ist demnach Ende Juni. Die Nachmontage des Wickeltisches ist derzeit für Ende Juli vorgesehen, heißt es aus der Stadtverwaltung Bautzen. Wann genau die Toilette fertiggestellt werden kann, ist derzeit noch unklar. Am frühen Dienstagmorgen haben Beamte in Bautzen einen 66-jährigen Audi-Fahrer betrunken auf der Friedensbrücke in Bautzen gestoppt. Ein Test ergab umgerechnet 0,64 Promille. Die Uniformierten untersagten die Weiterfahrt und Anzeige wurde erstattet. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Umzug geplant? Wir haben das passende Zuhause. Wohnungen in guter Lage, mit bezahlbaren Mieten und das Beste, bis zu 800 Euro Neumieterbonus kassieren. Alle Infos und unsere attraktiven Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Der Sockel Ihres Wohnhauses soll neu verputzt werden, doch am Ende weisen die Arbeiten erhebliche Mängel auf und die Baufirma will nun trotzdem den Werklohn einklagen. Mit so einem Fall befasst sich Rechtsanwalt Hagen Döhl nun in unserer Servicezeit Recht. Rudi K. aus einem kleinen Ort im Landkreis Bautzen hatte eine Baufirma beauftragt, den Sockel seines Wohnhauses zu verputzen. Dabei haben die Mitarbeiter des Unternehmens die gepflasterte Einfahrt des Grundstücks erheblich verschmutzt. Der Bauschmutz lässt sich nicht einfach beseitigen, sondern muss vermutlich technisch entfernt werden. Der Sockelputz weist zudem noch erhebliche Unebenheiten und größere Risse auf. Dies hat er der Baufirma auch mitgeteilt und schon bei Fertigstellung erklärt, dass er so mit der Leistung nicht einverstanden ist. Die Baufirma will den vereinbarten Werklohn jetzt einklagen. Wie soll sich Herr K. nun verhalten? Grundsätzlich müssen wir hier zwischen dem Schadenersatz wegen der Verschmutzung und den Ansprüchen auf Beseitigung der Mängel unterscheiden. Fangen wir mit dem Schadenersatz an. Was bedeutet das im Einzelnen?
Wir haben es ja hier, soweit es also um diese Verschmutzung der Pflasterung geht, damit zu tun, dass eigentlich nicht die eigentliche Leistung betroffen ist. Die besteht ja in der Bauleistung, sondern dass während der Erbringung dieser Leistung die Verschmutzung eingetreten ist, weil die Mitarbeiter ihre Sorgfaltspflichten nicht eingehalten haben oder weil sie eben unachtsam gewesen sind. Und das ist also eine Verletzung der Pflichten, die während des Vertrages besteht. Und eine Vertragspflichtverletzung begründet eben immer einen Schadenersatzanspruch. Ich kann also diesen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Bauunternehmer geltend machen. Und wenn der einen Werklohnanspruch hat, wie das ja hier, wenn die Mängel dann mal abgearbeitet sind, wenigstens der Fall sein wird, dann kann ich das gegebenenfalls auch aufrechnen. Und welche Folgen leiten sich dann aus dem mangelhaften Putz ab? Der Werklohnanspruch, das ist ja hier der Bauunternehmer macht ja hier seinen Werklohnanspruch eigentlich geltend. Der ist ja erst dann fällig, wenn die Abnahmereife da ist, also wenn die Leistung so erbracht ist, dass sie vertragsgerecht ist und der Bauherr, der Auftraggeber sagt, ja, so habe ich es haben wollen, so ist es richtig, die Leistung ist mangelfrei, hat keine wesentlichen Mängel mehr. Dann ist die Abnahmereife da und dann müsste ich abnehmen und dann erst würde sich die Fälligkeit des Werklohns ergeben. Das kann ich also dem Werkunternehmer entgegenhalten. Und im Übrigen könnte ich ja, weil die Mängel da sind, auch einen Zurückbehaltungsanspruch geltend machen. Denn der Auftraggeber hat bis zur Höhe der dreifachen Mängelbeseitigungskosten einen Anspruch auf Zurückbehaltung des gleich hohen Teils des Werklohns. Welche Ansprüche kann denn unser Zuschauer nun wie geltend machen? Also wegen der unfertigen, weil noch nicht mangelfreien Leistung kann er vom Bauunternehmer die Erfüllung des Vertrages verlangen. Das ist also ein Erfüllungsanspruch, den kann man zum Beispiel, wenn er nicht freiwillig erfüllt wird, im Wege der Leistungsklage geltend machen. Ich kann also als Auftraggeber selber den Bauunternehmer beispielsweise verklagen und sagen, mache die Leistung fertig, die du zu erbringen hast. Wegen der Verschmutzung, wegen der Kosten, die für die Beseitigung der Verschmutzung entstehen, kann ich, wenn nicht freiwillig erfüllt wird, eine Schadenersatzklage erheben. Und da gibt es dann möglicherweise auch das Problem der Beweissicherung, denn wenn ich den Schaden beseitige, kann ich im späteren Streitfall schlecht beweisen, dass der Schaden da gewesen ist. Deswegen muss man sich unter Umständen überlegen, ob man das gleich so macht oder ob man vielleicht noch ein Beweissicherungsverfahren vorschaltet, wo das Gericht sozusagen angerufen wird, gebeten wird, ein Gutachten einzuholen, das dann in einem Streitfall sozusagen den Nachweis erbringen kann, dass das tatsächlich verschmutzt gewesen ist, dass der Schaden so und so hoch gewesen ist. Und wenn der Bauunternehmer jetzt, wie er angekündigt hat, selber die Klage schon erhebt auf Zahlung des Werklohnes, weil er der Meinung ist, er hat ja alles und richtig gemacht, dann kann ich natürlich meine Ansprüche dann auch gleich damit verbinden, dass ich eine Wiederklage erhebe. Das heißt also sage, die Klage des Bauunternehmers soll abgewiesen werden, stattdessen soll meinen Ansprüchen Rechnung getragen werden. Und dann kann ich also mit einer Wiederklage reagieren und das auf diese Art und Weise durchsetzen. Macht es in dem Fall nicht Sinn, eine außergerichtliche Einigung zu suchen? Das macht in Bausachen natürlich immer Sinn. In Bausachen ist es so, dass diese Verfahren sehr, sehr häufig lange dauern. Teilweise ziehen die sich über mehrere Jahre hin, dann noch vielleicht durch mehrere Instanzen. Die Erfahrung ist immer wieder, gerade die Bausachen sind sehr arbeitsintensiv, sehr zeitintensiv und auch sehr kostenintensiv, weil man muss sich ja vorstellen, in so einem gerichtlichen Verfahren, wo es um Baumängel geht, wo es um Schäden geht, da sitzen Juristen da, die mögen alle ihre Erfahrungen vielleicht haben, aber die sind letzten Endes keine Fachleute. Das Gericht wird also immer ein Sachverständigengutachten einholen und sich auf die Beurteilung, auf die fachliche Beurteilung des Sachverständigen stützen, genauso wie das die übrigen beteiligten Juristen tun müssen, weil sie die Expertise in der Regel nicht selber haben. Und wenn das Ergebnis eines solchen Verfahrens von einem Sachverständigengutachten ausgeht, das ja jemand bezahlen muss, und dann geht es vielleicht noch pari aus, weil der Sachverständige sagt, ja, da so und dort so, dann unterliege ich vielleicht teilweise und bleibe auf teilweise hohen Sachverständigenkosten sitzen und habe auch nur einen Teilerfolg erzielt, dann ist es frustrierend im Ergebnis solcher Verfahren. Wir erleben es immer wieder, dass Vergleiche dann erst in der Berufungsinstanz geschlossen werden, wo die Kosten schon sehr hoch gewesen sind inzwischen. Wenn man das Ganze vorgerichtlich machen kann und versucht, beide Seiten haben dann Interesse daran, versucht sich zu einigen, selbst wenn man ein bisschen was nachgeben muss, dann ist das meist sehr viel effektiver, als einen langen Rechtsstreit zu führen. Frage und Antwort.
Habe ich für alle gekauften Waren ein zweiwöchiges Rückgaberecht? Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ein solches Rückgaberecht besteht in der Regel nur bei sogenannten Fernabsatzverträgen, die ich also über das Internet, über das Telefon abschließe. Häufig ist es allerdings so, dass die Händler aus Kulanz auch die Waren, die ich da gekauft habe, innerhalb bestimmter Fristen zurücknehmen. Aber diese Kulanz kann ich eben nicht verlangen, sondern da muss ich mit dem Händler reden drüber. Das war sie auch schon, unsere Regionalzeit aus Bautzen und Umgebung. In einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe. Bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.